Doch. Doch. Heute habe ich eine Überraschung vom Sascha. Der hat den Wagen abgeholt. Oh. Geil. Sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Schaut mal her. Oh mein Gott, das sieht aber echt schön aus. Sollten sich die anderen Hersteller, andere Markenhersteller, angucken oder abgucken. Fühlt sich gut an. Geil. Cupra? Ein Cupra. Ach gut, ist das schon Seat gewesen, oder nicht? Das ist Seat gewesen, jetzt ist das irgendwie eine Eigenmarke. Okay. Geil. Erster Blick, ja, nicht schlecht. Ich finde das Logo nicht schlecht, wirklich. Ich finde es sehr gut, ja. Auf der Autobahn gesagt, ey, was ist das für ein geiles Logo? Ich dachte, das hat irgendeiner sich selber gemacht. Ja. Diffuso, nicht schlecht. Ich sag nicht schlecht. Darf ich ein bisschen meckern? Ja, klar. Haben die gesagt, ich darf meckern oder ich darf nicht meckern? Ehrliche Meinung, sagst du. Ehrliche Meinung, würde ich sagen. Geil, alles geil. Das ist, geht so. Richtig schön, sehr schön. Top. Mhm. Top, top, top. Alles top. Nur die Dinger müssen so ein bisschen schöner sein. Ja. Doch. Da sind jetzt halt Winterreifen drauf. Normal hat der auch in der Farbe wie bei dem Logo Felgen drauf. So goldene? Mhm. Krass. Also irgendwie mit Bronze mit drin. Das finde ich nicht schön, weil das machen wir normalerweise ab. Auch wenn man das nicht darf. Das ist, dass die Reifen abgedeckt sind, die Sommerreifen. Ah. Ja. Aber das sieht nicht schön aus. Ich finde das so. Alter, sind das geile Sitze drin. Ja. Ist das so? Wir sind das Auto das erste Mal live. Also so. Gefällt mir. Und da 300 PS, ja? 310. 310. Mhm. Quick, quick. Lass fahren. So sieht's aus. Erster Eindruck, fett. Ehrlich, von außen sieht er nicht so sportlich aus wie von innen. Die fetten Sitze, fühlt sich gut an. Interieur, guck mal, Sascha, wie das aussieht, ey, das sieht echt fett aus. Richtig schön, wirklich. Lenkrad, was er mir gesagt hat, das Lenkrad, das musst du nicht extra bestellen, das ist dabei. Krass. Ich finde auch die Materialien, die benutzen, ist ja kein Carbon, aber so Struktur ist da drauf. Mhm. Ich finde das richtig schön, ne? Der ist gut. Ja, fühlt sich gut an. Ist natürlich viel, viel einfacher. Problem ist, ich fahre den Audi A8. Ja. Da siehst du jedes Haus, alle Bordsteine siehst du sogar. Alle siehst du auf dem Ding. Und wenn du dich natürlich daran gewöhnt hast, so einen Navi zu haben, dann denkst du, okay, der ist nicht so schön wie das andere Navi. Aber ich finde das praktisch natürlich. Ja? Ja? Ist übersichtlich. Das ist zu viel. Du siehst zu viel, was du eigentlich nicht brauchst. Ja? Du kannst dich nicht mehr konzentrieren, wo du suchst. Also manchmal sagt der nächste links, dann suche ich, okay, wie viele Straßen sind da nur davor. Schön. Achso. Ich finde das geil, dass du den auch da anmachst, nicht hier. Ja, ja. Wir müssen uns alle dran gewöhnen, dass das nicht mehr so laut ist wie vor 10 Jahren. Auch hier diese Blinker, der Blinkerhebel, fühlt sich gut an, wirklich schön. Ne? Auch hier, das spiegelt sich wieder in jedem Teil, hier diese Knicke, wie auch im Lenkrad, wie auch im Schlüssel, überall, wie in dem Logo quasi, das spiegelt sich das überall. Das hier meinst du auch, ne? Also alles, überall so also wirklich krass. Auf jeden Fall Respekt an den Designer. Hm. Sehr viele schöne Details, wirklich. Der hat 310 PS, ja. Basispreis. Schneiden wir rein, Basispreis. Der hier liegt bei 41.000. Okay. Dann muss man gleich rausschneiden. Schneiden wir nicht, Sascha. Das lassen wir drin. Das ist so, wie wir das manchmal aufnehmen, aber das darfst du nicht rausschneiden. Okay. Ach doch, der geht gut. Oder? Ja. Ich weiß nicht, als Beifahrer, du bist ja den gefahren, ne? Ich bin den gefahren, ne? Ist der Vollgas kommen? Und es ist scheiße kalt, es regnet und natürlich geht unsere Sicherheit vor. Ja. Wir wollen nicht irgendwas hier testen um jeden Preis. Es wird nach hinten losgehen. Tacho finde ich übersichtlich. Geil, gefällt mir wirklich. Boah, Junge! Jetzt ganz anderer Sound. Stimmt, ist nochmal. Ist noch lauter, wie geil ist das denn? Ja, sagst du mir aber jetzt, ey. Ja.
Ich habe gedacht, ich bin hier schon King of Sport, weißt du? Nein. Oh, jetzt machen wir die A57. Und das, guck mal. Was ist das? Ja, der Total Winkler. Ach, cool. In der Leiste drin. Das sollte jedes Auto haben. Oh, oh. Und die Sprachsteuerung bei dem Auto funktioniert nicht mit wie, was sagt man, hey Audi, hey Siri, keine Ahnung. Ja. Die funktioniert irgendwie Spanisch. Hey, por favor. Ja, genau. Hola. Hola. Rosa. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Siehst du? Ruf mal Carlos an. Irgendwie haben wir es aktiviert gehabt. Irgendwie haben wir Spanisch gesprochen, ne? Carlos! Ja, auf jeden Fall funktioniert das irgendwie so. Achso, okay. Haben wir gerade gemerkt. Ja. Wie das funktioniert, wissen wir leider nicht. Wenn wir irgendwas gesagt haben, vielleicht können wir es im Büro nochmal angucken, was wir gesagt haben. Hossa. Nee, bei Hossa wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn man dem noch so ein paar, müsste vielleicht noch nicht mal ein White Body. Na genau, im Stau. Nein! Im Stau. Sondern einfach so ein paar coole Aerodynamikteile verpasst. Ja. Ich glaube, das wäre richtig schön. Mhm. Wir können ja zwei Versionen machen. Könnte. Vier. Zehn. Kein Problem. Scheiße, jetzt haben wir Stau. Verdammte Hacke. Wir haben schon so spät. Wir haben 16 Uhr. Mein Chef akzeptiert meine Überstunden nicht. Mein Chef ist ein Asi. Ist ein Arsch. Ja. Guck mal, wie geil das Bild ist. Nicht irgendein Sitz? Nee, der Sitz. Ich finde, die Sitze sind echt schön. Man sitzt gut drin. Ja. Schön. Fiebedach fehlt, ne? Wolltest du immer haben. Nee, Panoramadach, aber du willst es halt, machst trotzdem zu. Ja. 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 Hat er ja quasi. Hat er. Genau. Alles weg, finde ich nicht geil. Mhm. Leise. Warte, wir latschen gleich durch. Kann ich währenddessen umschalten, warte. Ja, doch, ja. Ja, es ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Ja. Von der Lautstärke her. Aber der Beetle ist gut, guck mal, der rennt. Das Fahrwerk ist auch nicht schlecht. Also, ich bin echt begeistert von dem Auto. Weil normalerweise hier auf der 57 war es nicht schlecht. Und ich habe jetzt durchgeplatscht, ja, und das Auto fährt wirklich schön geradeaus. Schmeiß ich da links, da rechts, nach, keine Ahnung wohin. Gut, schönes Auto. Wirklich schönes Auto, 42 Mille. Also ein bisschen. Meinst du, hat Potenzial für uns schon? Ich mag Autos, die viele, viele schöne Details haben. Mhm. Ja? Nicht einfach nur, weil die gut aussehen oder schnell sind, einfach nur, was dahinter steckt. Ne? Guck mal, wie schnell der fährt, beschleunigt gut. Die Autobahn ist ziemlich voll, ja. Aber so auf 200, da hat's was. Ja. Wir können ja mal das Bild einblenden von dem Formentor mit dem H&R Federn oder Fahrwerk, weiß ich nicht, was der drin hat. Ja, gibt es? Mhm. Zeige ich dir gleich. Okay. Ist echt gut. Schreibt hier als Kommentar, ob wir ein Konzept überhaupt für das Auto machen sollten. Nur weil wir was hier zeichnen, ja? Es gab schon welche Experten, die einfach alles nur schlecht im Leben sehen, die gesagt haben, ja, machen wir erstmal ein Projekt fertig, bevor ihr mit dem nächsten beginnt. Das Gute ist bei YouTube, warum ich das mache, ich persönlich das mache, auch als Firma und ich persönlich, ich sammle Erfahrung bei den Autos, kann ich mitreden, wird das gut oder nicht. Und zweite Geschichte ist, es geht um, wir haben irgendwas gebaut, hat sich nicht verkauft, scheiße, falsches Auto. Ja? Mhm. Manchmal hat man so wirklich Top-Auto, keine Ahnung, ich sag mal jetzt 3er BMW, verkauft sich wirklich massenweise. Bauen wir ein? Nö, läuft nicht. Ja? Dafür Autos, die, wo du denkst, Dacia Duster. Ja? Also die, das ist nicht normal, was da immer noch passiert. Deswegen, das Gute ist bei YouTube, wir können Konzepte zeigen und wenn die meisten schreiben, das sieht scheiße aus oder gar keine Anfrage für das Auto. Dann
wofür sollen wir es bauen? Schreib einfach hier in den Kommentare, ja oder nein. Sollen wir Konzepte erstellen? Wenn, dann machen wir in einem Video kleine Lippen, kleine Zusätze, kleine Mini. Und ein White Body. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das Bessere. Aber sollen wir uns, ich sag mal so Designs, die wir am Computer erstellen, wenn wir das schnell machen, ja, das dauert eine Woche. Ich sag mal, Zeit kostet leider Geld. Also, richtig. Ich meine, auch ich bin hier nicht, ich mache ja auch nicht YouTube einfach, um zu sagen, komm, ich darf ja ein Auto fahren. Ja. Ich mache das wirklich, weil ich damit auch Geld verdiene. Ah. Geld verdienen meine ich nicht damit, um hier ein Like oder was weiß ich, irgendwas zu bekommen. Nein. Bei mir geht es um Marketing. Ja? Ich kann meine Projekte hier oder Produkte hier vermarkten. Ich kann Studien zeigen und gucken, was passiert, also Marktforschung. Ja? Alles Mögliche. Das, was man früher in der Zeitung gemacht hat, auf den Messen und, hat man heute wirklich bei YouTube. Und das ist der Grund, warum ich persönlich YouTube mache. Ich finde das Licht richtig schön. Guck mal hier. Soll ich mal zeigen hier? Achtung. Mein Blinker. Schon cool. Mhm. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool, dass das wirklich durchleuchtet. Das sorgt für viel Sicherheit, finde ich. Blinker auch. Oh, gefällt mir. Wie leuchtet der vorne eigentlich? Das will ich sehen jetzt. Ja, das ist mal was anderes, ne? Ja? Das ist mal was anderes, würde ich sagen. Ja. Ja. Ganz Ecken, Kanten, Dreiecke und so weiter. Finde ich cool. Also wirklich, den einen wird das gefallen, den anderen nicht, aber mir gefällt's. Danke nochmal an das Seat Autohaus in Düsseldorf. Seat Cupra Autohaus in Düsseldorf. Mhm. Für den schönen Wagen. Ja, ich hoffe, wir werden öfter eure Autos testen und hier bei uns auf dem YouTube-Channel berichten.